Ja, ein Hund und zwei Hühner. Ich habe keine Haustiere, manchmal nicht ein Hund, wäre ganz nett. Wenn, dann eine Katze, unkomplizierter und intelligenter als Hunde. Also ich habe keine, weil ich es zeitlich nicht schaffe, aber ich hätte, wenn, gerne einen Hund dann. Ja, sollten eigentlich alle gleiche Rechte haben, weil Menschen sind halt auch Tiere. Manche sehen uns halt nicht so, aber letztendlich ist es nichts anderes. Dieselben Rechte denke ich nicht, allerdings natürlich viel weitreichendere Rechte, als sie jetzt schon haben. Also man denke zum Beispiel an Kükenschreddern oder Misshandlungen von Tieren, Tierversuche. Da sollten Tiere sicherlich mehr Rechte bekommen. Also ich finde generell sollten Tiere auf jeden Fall geschützt werden, gerade weil sie sich nicht selbst verteidigen können. Und schon, also nicht unbedingt die gleichen Rechte wie Menschen, aber schon sehr nahe gestellt. Wenn es sich nicht vermeiden lässt für die Medizin als allerletztes, aber Kosmetik und sowas auf keinen Fall oder Schönheit oder. Ja, es ist sicher eine zwiespältige Frage, weil manche Leute sicherlich argumentieren könnten, Tierversuche sind notwendig zur Medikamentenentwicklung etc. Man muss natürlich immer abwägen, aber vielleicht können auch Alternativen gefunden werden zu Tierversuchen, die den gleichen Nutzen bringen. Es kommt immer darauf an, wofür es ist. Wenn es lebenswichtige Medikamente sind, kann man, finde ich, vielleicht ein bisschen tolerieren, aber es ist halt auf jeden Fall eine Sache, die eigentlich nicht geht. Ja, ich esse Fleisch. Regional nicht zwingend, ist immer eine finanzielle Frage. Ne? Ja, ich versuche Bio dann zu essen, esse aber wenig Fleisch. Ich achte schon darauf, wo ich es dann einkaufe. Also ich esse nicht viel Fleisch, aber dann, wenn, schon dann da, wo ich weiß, dass es nicht unbedingt Fleisch aus der Massentierhaltung dann kommt.